Vier Leute essen auf einer Restaurantterrasse zu Abend. Jennifer trägt zwei große Goldarmbänder und goldene Ringe an jedem Finger. Martin fummelt an seinem brandneuen Handy herum und überprüft die Zeit auf seiner Smartwatch. Claudius hat ein Tattoo an der Hand und eine glitzernde Golduhr am Handgelenk. Stefan hat weder Uhr noch Ringe noch Armbänder, dafür trägt er aber einen eleganten Anzug. Nur eine der Personen ist super reich. Errätst du, wer von ihnen? Es ist Stefan. In seiner Tasche hat er einen Autoschlüssel und vor der Tür steht ein brandneuer Sportwagen. Jennifer trägt alte, abgewetzte Schuhe. Das ganze Gold ist wahrscheinlich falsch. Martins Handy ist eine Imitation und Claudius trägt genau wie Jennifer alte Schuhe. Marks Lehrer ist super, aber irgendwie auch seltsam. Er lässt Mark nie nach Hause gehen, ohne einige seiner kniffligen Rätsel zu lösen. Hier ist das erste. Wie viele Äpfel hängen am Ahornbaum, wenn immer 5 Äpfel an einem Ast wachsen und der Baum 8 Äste hat? Na gut, das war leicht. Äpfel wachsen nicht an Ahornbäumen. Das nächste wird aber schwerer. Mach dich bereit, sagt der Lehrer. Wo gibt es Städte ohne Häuser, Wälder ohne Bäume und Flüsse ohne Wasser? Du hast nur 7 Sekunden. Das war auch leicht. Auf einer Karte natürlich. Richtig, lobt der Lehrer. Noch eines und ich lass dich gehen. Wer ist die Person, vor der wirklich jeder und jede den Hut zieht? Mark weiß die Lösung sofort. Bestimmt, weil er ein großer Fan der Sonnenseite-Rätsel ist. Errätst du sie auch? Es ist natürlich ein Friseur, es sei denn, du willst einen wirklich seltsamen Haarschnitt. Die arme Frieda wohnt mit ihrer Stiefmutter und ihren 3 fiesen Stiefschwestern zusammen. Ihr Traum ist es, zu der Neujahrsparty ihrer Lieblingsinfluencerin zu gehen. Doch ihre Stiefmutter Ruth ist ziemlich gemein und erklärt, Frieda könne nur gehen, wenn sie alles tue, was Ruth ihr aufträgt. Zuerst soll sie ihr etwas Wasser bringen, aber in einem Sieb. Wie schafft Frieda das? Frieda muss einfach nur etwas Eis in das Sieb füllen. Technisch betrachtet ist das noch immer Wasser. Zeit, sich das perfekte Kleid auszusuchen. Frieda hat 3 Kleider. Ein blaues, ein rotes und ein grünes. Welches sollte sie anziehen? Du hast 10 Sekunden, um das Beste herauszufinden. Frieda sollte das rote Kleid anziehen. Dieser Knopf an dem blauen Kleid fällt bald ab und auf dem grünen hat eine ihrer Stiefschwestern Farbe verkleckert. Welche Schwester war das? Alle 3 sind nämlich ziemlich gemein. Zeit nachzuforschen. Frieda schleicht sich in ihr Schlafzimmer. 3 Betten für 3 Schwestern. Bella, die älteste, Stella, die mittlere und Ella, die jüngste. Frieda hat nur ein paar Sekunden Zeit. Hilf ihr! Findest du heraus, wer ihr Kleid ruiniert hat? Stella ist die Übeltäterin. Unter ihrem Bett steht ein Farbeimer. Es gibt etwas, das alle Menschen auf der Welt im gleichen Tempo tun. Was ist das? Sie werden älter. Es fliegt ohne Flügel und weint ohne Augen. Was ist das? Es ist eine Wolke. Was kannst du mit geschlossenen Augen sehen? Einen Traum. Okay, genug von diesen einfachen Mini-Rätseln. Machen wir mit etwas Schwererem weiter. Jan und Jenny spielen ein Spiel. Wer auf jede Frage mit Ja antwortet, gewinnt.
Jenny ist schlau. Ihr fällt ein, dass es eine Frage gibt, auf die niemand mit Ja antworten kann. Welche ist es? Es ist die Frage, schläfst du? Sie wartet, bis Jan eingeschlafen ist und stellt ihm dann die Frage. Die beiden sind knallhart. Emma und Marie schminken sich fürs abendliche Ausgehen. Sie haben einen ähnlichen Geschmack. Ihre Handys sehen gleich aus, ihr Lippenstift und ihre Kleidung genauso. Aber welche von beiden hat die teureren Sachen? Es ist Marie. Sieh dir Emmas Kleid mal genauer an. Das verrät alles, da es ganz offensichtlich eine Fälschung ist. Mit 25 Jahren bindet Micha ein Band an einem Kirschbaum im Garten seines Opas. 10 Jahre später sieht er nach, wie viel höher das Band hängt. Wenn der Baum pro Jahr 2,5 Zentimeter wächst, wie viel höher hängt das Band dann? Es hat seine Position nicht verändert. Bäume wachsen an der Spitze, der Stamm wird nur breiter. Ein grüner Apfel kostet 1 Dollar, ein roter 2 Dollar und ein blauer 3 Dollar. Welche Äpfel und wie viele davon hat Jack gekauft, wenn wir wissen, dass er 3 Dollar in 2 Scheinen ausgegeben hat? Jack hat einen grünen und einen roten gekauft. Er hat mit 1-Dollar-Schein den grünen bezahlt und mit einem 2-Dollar-Schein den roten. Was sagst du? Er hätte mit diesen Scheinen ja auch einen blauen kaufen können? Tja, aber blaue Äpfel gibt es doch gar nicht. Reingefallen. 2 Häuser stehen in Flammen. Eines gehört dem Buchhalter Jonas, das andere ist die Luxusvilla des Profibasketballers Jan. Das Passwort lautet Rainbow. Im Inneren des Schlosses begrüßte ihn ein düsterer alter Mann. Freddy dachte, dass er ihm dafür danken würde, dass er die Katze gefunden hatte. Aber der alte Mann begann böse zu lachen und verschloss alle Ausgänge. Dann sagte er, wenn du es schaffst, 3 Aufgaben zu lösen, die ich dir gebe, bekommst du 1 Million Euro. Wenn du aber versagst, bleibst du für immer in meinem Schloss. Hier ist die Aufgabe. Hilf mir, meine Brille zwischen all dem Gemüse zu finden. Kannst du Freddy helfen? Hier ist sie. Die nächste Aufgabe des alten Mannes war es, einen Trank zuzubereiten, und zwar in der richtigen Reihenfolge. Er gab Freddy dieses Rezept. Kannst du ihm helfen? Als erstes nimmst du Curry, dann die Blaubeeren, damit der Trank grünlich aussieht. Und schließlich fügst du Tomaten hinzu, damit der Zaubertrank braun aussieht. Das restliche Gemüse braucht Freddy nicht. Die 3. Aufgabe besteht darin, in diesem unordentlichen Zimmer ein Buch zu finden. Kannst du es sehen? Es ist halb versteckt im Sofa. Der alte Mann gab Freddy sein Geld, zeigte ihm den Ausgang und verschwand. Aber als Freddy gehen wollte, bemerkte er, dass die Tür durch ein Zahlenschloss verschlossen war. Freddy fand diesen geheimnisvollen Zettel in der Nähe. Er muss das richtig machen, sonst würde er für lange Zeit gefangen bleiben. Mit welchem Code lässt sich die Tür öffnen? Zwei, drei, sechs, eins. Jede Zahl entspricht der Anzahl der Kreise in den Zahlen. Jetzt war Freddy frei. Sobald Freddy aus dem gruseligen Schloss herauskam, beschloss er, seinen Job zu kündigen und eine Weltreise zu machen. Als erstes buchte er einen Flug nach Spanien. Als Freddy in Madrid landete, machte er einen Spaziergang. Er hatte vorab kein Hotel gemietet, also schlenderte er einfach durch die Stadt und suchte nach einer netten Bleibe. Plötzlich bemerkte Freddy dieses süße kleine Hotel und ging hinein. Ein großer Fehler. Warum?
Siehst du diesen Zombie im Fenster? Dieser Ort sieht nicht sicher aus. Kaum hatte Freddy das gruselige Hotel betreten, schlug die Tür hinter ihm zu. Er sah drei Türen, die in die Freiheit führten. Hinter der ersten Tür krabbelten giftige Spinnen. Hinter der zweiten Tür flogen Pfeile in Kopfhöhe. Und hinter der dritten Tür befand sich ein schwarzes Loch. Für welche Tür soll sich Freddy entscheiden? Kannst du ihm helfen zu entkommen? Er sollte die zweite Tür wählen. Er kann unter den Pfeilen hindurchkriechen. Nach seinem Abenteuer beschloss Freddy, in dem örtlichen Café zu Mittag zu essen. Aber irgendetwas stimmt hier nicht. Kannst du herausfinden, was? Schau dir das Fenster an. Der Blick auf die Straße steht auf dem Kopf. Der Kellner kam zu Freddy rüber, um seine Bestellung aufzunehmen. Doch plötzlich schrie eine Frau am Nachbartisch. Hilfe! Jemand hat mir Kakerlaken in die Suppe getan! Der Manager des Cafés befragte drei Verdächtige. Der Koch sagte, er habe die Suppe wie immer zubereitet. Als er das Gericht dem Kellner reichte, war alles in Ordnung. Der Kellner sagte, dass er die Suppe nicht angerührt hat. Er servierte sie nur der Frau und ging zum nächsten Gast, Freddy. Der Ehemann der Frau sagte, ich war nicht da, als meine Frau die Suppe bekam. Ich habe mir auf der Toilette die Hände gewaschen. Kannst du sagen, wer schuldig ist? Keiner. Schau dir die Decke an. Die Kakerlaken krabbelten aus der Lüftung und einige von ihnen fielen in die Suppe der Frau. Freddy hat eine spezielle App benutzt, um eine Luxuswohnung in Madrid zu mieten. Er fand drei Optionen, die ihm wirklich gefielen. Mariana bot ein gemütliches, zweistöckiges Studio mit einer schönen Aussicht an. Diego hatte ein Penthouse in der Nähe eines Parks. Und Camilla bot eine Hightech-Villa an. Für welche Option sollte sich Freddy entscheiden? Dieses Penthouse hat ein gesprungenes Glasdach, was extrem unsicher ist. Was die dritte Option angeht, siehst du den Eiffelturm? Camillas Hightech-Villa steht in Paris und nicht in Madrid. Also sollte Freddy das erste Studio wählen. Freddy lud Mariana zu einem Spaziergang im Park ein. Sie liefen viel und wurden sehr müde. Sie beschlossen, sich auf der Wiese auszuruhen. Freddy wachte eine Stunde später auf, aber Mariana war verschwunden. Also machte er sich auf die Suche nach ihr. Eine halbe Stunde später fiel er in eine große Grube. Es begann zu regnen. Er merkte, dass die Grube geflutet wurde. Das war ein großes Problem, denn Freddy konnte nicht schwimmen. Er fand ein paar Sachen in der Grube. Ein Seil, ein Ball und einen Eimer. Wie kann Freddy entkommen? Der Ball wird schwimmen und Freddy auch, wenn er sich daran festhält. Freddy suchte weiter nach Mariana. Er stieß auf das Schloss eines Zauberers. Der Zauberer hielt das Mädchen gefangen und verwandelte sie in einen Frosch. Er musste ihr helfen. Freddy und Mariana, der Frosch, fanden das Buch des Zauberers mit den Zaubertränken. Darin waren alle notwendigen Gegenmittel beschrieben. Aber zuerst mussten sie herausfinden, welchen Zaubertrank der Zauberer für Mariana benutzt hatte. Freddy blätterte im Buch. Das erste Rezept enthielt ein Stück Kürbis, eine Scheibe grünen Apfel, ein Stück Orange und eine halbe Kiwi. Für das zweite Rezept brauchte man ein Kamillenblütenblatt, drei Knoblauchzehen und die Hälfte eines roten Apfels. Der dritte Trank sollte ein Stück Orange, eine Knoblauchzehe, eine Bananenschale und ein Kamillenblatt enthalten. Welchen Zaubertrank hat der Zauberer verwendet? Sieh dir die Zutaten in den Regalen an. Sie stimmen nur mit dem dritten Rezept überein. Freddy half Mariana, sich wieder in einen Menschen zu verwandeln. Der Zauberer wurde sehr wütend und teleportierte Freddy in ein Gefängnis. Er war total verzweifelt. Er hatte keine Ahnung, wie er entkommen konnte. Plötzlich öffnete ein unheimlicher Mann die Tür und sagte, »Komm, ich helfe dir bei der Flucht.«
Freddy folgte ihm, aber rutschte aus, fiel auf den Boden und schlug sich den Kopf an. Freddy wachte in einer Grube auf. Er wusste nicht mehr, wie er dorthin gekommen war. Wenn er nach links ging, landete er im Badezimmer. Wenn er nach rechts ging, musste er durch einen mit Giftmüll gefüllten Tunnel kriechen, der nach draußen führte. Welchen Weg sollte er wählen? Freddy sollte nach rechts gehen. Wenn er den linken Weg wählt, landet er wieder im Gefängnis. Schau, dieses Badezimmer befindet sich auf dem Gelände des Gefängnisses. Freddy entkam, duschte und rief sofort Mariana an. Der Zauberer nahm den Hörer ab und sagte: "Ich habe genug böse Klone von Mariana erschaffen. Ich brauche sie nicht mehr. Du kannst sie mit nach Hause nehmen." Freddy eilte zurück zum Schloss des Zauberers und sah 4 Marianas. Kannst du ihm helfen, das echte Mädchen zu finden? Diese Mariana hat Krallen anstelle von Nägeln. Sie sieht aus wie ein Werwolf. Diese hier hat sehr scharfe Zähne und Ohren. Sie ist wahrscheinlich ein Vampir. Diese Frau hat Schuppen im Gesicht. Sie ist eine Meerjungfrau. Also ist die echte Mariana da drüben. Kürzlich gab es einen Raumzeitkollaps in einer der entlegensten Galaxien des Universums, dem Rhino-Auge. Eine Gruppe von Weltraumwissenschaftlern hat versehentlich einen ultra-ehrerbietigen Evaluator in einen quasi Raumthermostat integriert. Wie konnten die nur? Nun, in einfachen Worten, jemand hat eine Zeitmaschine, die wie eine einfache Fernbedienung aussah, in einen Teleporter eingebaut, der wie eine Waschmaschine aussah. Und jetzt tauchen überall in der Galaxie Dutzende von Zeit- und Raumanomalien auf. Du bist der Leiter der Universumssicherheit. Diese hochentwickelte Gruppe humanoider Wesen mit Hundeköpfen überwacht die Ordnung im Universum und beseitigt alle Arten von stellaren Problemen und Raumzeitanomalien. Mit deiner Truppe musst du dich nun um die Folgen der Vorfälle von heute, morgen und gestern kümmern und die teleportierende Zeitmaschine ausschalten. Du steigst in dein Sternenpudel-Raumschiff und begibst dich auf eine gefährliche Reise. Der erste Halt ist der Planet oben. Dort bewegen sich alle intelligenten und unintelligenten Lebensformen vertikal. Alle Menschen, Tiere und andere erstaunliche Kreaturen bewegen sich nur nach oben und steigen endlose Treppen hinauf. Dort ist ein außerirdisches Objekt aus einer anderen Galaxie und einer anderen Zeit aufgetaucht. Finde etwas oder jemanden, der nicht von dieser Welt ist. Schau, da kriecht eine Schnecke die Strickleiter entlang und sie bewegt sich waagrecht. Du legst die Schnecke in ein Gefäß. Du schickst sie nach Hause auf den Planeten Schleim. Überraschenderweise kann die Schnecke sprechen. Sie bittet dich um Hilfe. Ein unbekanntes Ungeheuer ist auf ihrem Planeten aufgetaucht. Und jetzt macht es allen Bewohnern der Schleimwelt Angst. Du beschließt zu helfen und fliegst zum Planeten der Schnecke. Hier leben nur Schnecken und Raupen. Die ganze Welt ist mit einer dicken Schleimschicht bedeckt. Du siehst Schnecken in allen Größen, sogar so groß wie Wolkenkratzer. Aber es gibt einen Außenseiter unter ihnen. Sieh dich genau um und finde den Eindringling. Unter den Schneckenhäusern fällt dir das Gehäuse eines großen Einsiedlerkrebses auf. Es sieht aus wie jedes andere Schneckenhaus, aber es ragen ein paar Scheren heraus. Du errichtest ein Kraftfeld um die Krabbe und transportierst sie zu deinem Raumschiff. Deine Mission ist beendet. Die Schnecken sind dir dankbar. Deine nächste Aufgabe ist die Rettung des Planeten Sterilium. Dies ist der sterilste Planet im ganzen Universum. Es gibt dort keinen Schmutz, keine Mikroben und keine Bakterien. Einäugige, fliegende Kristalle bewohnen diese reine, sterile Welt. Sie können nicht sprechen, da sie keine Münder haben, aber sie kommunizieren telepathisch.
Dein Gehirn empfängt ein Signal von ihnen. Die Kristalle bitten um Hilfe. Ein riesiger Meteorit nähert sich dem Planeten und du musst ihn zerstören. Du kannst nicht auf dem Planeten landen, weil du Mikroben einschleppen könntest. Stattdessen näherst du dich dem Asteroiden und scannst seine Zusammensetzung. Du findest heraus, dass der Asteroid aus einem Paralleluniversum stammt. Er besteht aus Zucker. Du sagst den Kristallen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen und fliegst von dem Asteroiden weg, ohne etwas zu unternehmen. Warum bist du sicher, dass Sterilium nichts Schlimmes passieren wird? Der Zuckerasteroid wird in der Atmosphäre des Planeten in wenigen Sekunden schmelzen und verglühen. Du erfährst, dass ein Gast aus der Zukunft auf Erde 9 aufgetaucht ist. Auf diesem Planeten wurden noch keine Technologien entwickelt. Selbst die Dampfmaschine gibt es noch nicht. Also beschließt du, deine Mission heimlich durchzuführen. Du kommst auf dem Feld an und siehst drei Bauern. Sie laufen über das gepflügte Land und tragen Gemüse. Einer von ihnen ist ein Bauer aus der Zukunft. Aber welcher? Schau, der Typ benutzt eine Plastiktüte. Du schickst ihn zurück in seine Zeit und bist kurz davor, wegzufliegen. Doch dann bemerkst du etwas Seltsames. 3 Milliarden Menschen leben auf Erde 9 und alle von ihnen sollen unterschiedlich aussehen. Aber aus irgendeinem Grund sehen sie alle gleich aus. Du siehst 3 Milliarden Bauern, die auf einem riesigen Feld arbeiten. Du hast einen ausgeprägten Geruchssinn und du spürst, dass die Bewohner dieses Planeten nicht menschlich sind. Sie riechen nach nichts. Sieh dir diese Armee von Bauern an und finde heraus, wer sie sind. Sie sind alle Hologramme. Einer der Bauern flackert, siehst du? Aber warum sollte jemand eine so große optische Täuschung erzeugen? In diesem Moment fängt alles an zu flackern. Die Bauern, das Land, die Bäume und das Gras. Die ganze Welt um dich herum verschwindet. Du befindest dich jetzt in einem kleinen weißen Raum. Dein Gesicht verwandelt sich in das eines Menschen. Dein Mund ist mit einem Tuch bedeckt, sodass du nicht sprechen kannst. Dein Raumanzug verwandelt sich in ein graues Hemd. Die Tür öffnet sich und ein großer Mann in einem weißen Kittel kommt herein. Er gibt dir einen Mop und einen Eimer Wasser. Putze den Raum, sagt er und geht. Du weißt nicht mehr, wer du bist und wie du hierher gekommen bist. Du musst herausfinden, was los ist. Aber zuerst musst du wissen, wie du aussiehst. Wie schaffst du das in einem weißen Raum ohne Glasflächen, Spiegel und Fenster? Schau in den Eimer mit Wasser. Dort kannst du dein Spiegelbild sehen. Du schaust auf die Wasseroberfläche. Jetzt ist alles klar. Die Tür öffnet sich. Du verlässt den Raum und gehst zusammen mit dem Mann von vorhin einen langen Flur entlang. Du kommst an einem Raum vorbei, in dem andere Menschen in grauen Hemden sitzen. Du betrittst den Speisesaal. Der Koch schenkt dir etwas Wasser ein und gibt dir einen rosa Donut. Mittagessen, sagt er. Der Pfleger nimmt das Tuch von deinem Mund. Du beißt in den Donut, aber er hat überhaupt keinen Geschmack. Dir wird klar, dass alles um dich herum eine Halluzination ist. Du befindest dich auf dem Planeten Sterilium und stehst unter dem telepathischen Einfluss seiner Bewohner. Aber wie konntest du das verstehen? Als du dein Spiegelbild im Eimer überprüft hast, konntest du dein wahres Gesicht sehen. Das des Hundes. Hier ist alles zu sauber und steril und der Donut. Nein, nicht der Typ, auf dessen T-Shirt Dan steht. Und auch nicht dieser Typ mit Dan auf seinem Tattoo. Der echte Dan ist hier drüben. Schau dir sein Namensschild an. Da steht Dan. Die restlichen Jungs haben andere Namen auf ihren Schildern. Früh am Morgen nach dem Konzert trank Wendy eine Tasse Kaffee, fühlte sich unwohl und wurde ohnmächtig. 10 Minuten später wachte sie in einem unheimlichen Keller auf. 4 Türen konnten sie entweder in die Freiheit oder in eine Falle führen. Hinter der ersten Tür befanden sich hungrige Fledermäuse. Hinter der zweiten Tür gab es tollwütige Füchse. Hinter der dritten Tür gab es giftige Vogelspinnen.
und hinter der vierten Tür wartete eine giftige Schlange. Für welche Tür sollte sich Wendy entscheiden? Sie sollte die erste Tür wählen. Fledermäuse sind nachtaktive Tiere. Sie schlafen am Morgen. Am nächsten Tag erhielt Wendy eine Aufgabe von Shelley. Sie war die Besitzerin eines kleinen Kunstladens und brauchte Hilfe beim Sortieren von Farben. Leider hat Shelleys Katze alle Farben durcheinander gebracht. Kannst du sehen, welche Farbe hier nicht hingehört? Diese hier. Was ist mit diesen Röhren? Sind sie alle gleich? Nein, die Farben Nummer 2 und 6 sind unterschiedlich. Kannst du Wendy helfen, die Farbe zu finden, die hier nicht reinpasst? Nummer 1 ist etwas dunkler als die anderen. Was ist mit diesem Kasten? Diese Farben sind identisch. Schau in diese Kiste hinein. Gibt es Farben, die hier nicht hingehören? Diese Farbe ist etwas anders. Und was ist mit diesen Farben? Sind sie alle gleich? Nein, Nummer 1 und 2 unterscheiden sich. Und schließlich dieser Kasten. Siehst du die Farbe, die nicht dazugehört? Nummer 8 sieht anders aus. Wendy bekam einen Job als Supermarktleiterin. Sie teilte Vicky und Fiona Nachtschichten zu. Sie mussten in einem 24-Stunden-Supermarkt im Einkaufszentrum Lebensmittel auffüllen. Zuerst hatten die Mädchen Angst, durch das dunkle und leere Einkaufszentrum zu gehen, um zum Supermarkt zu gelangen. Aber nach einer Weile gewöhnten sie sich daran. Einmal kam Wendy nachts um 3 Uhr vorbei, um nach ihnen zu sehen. Sie fand die Kasse offen und leer vor. Wendy stellte den beiden Mädchen nur eine Frage. Was habt ihr gemacht, als der Überfall stattfand? Vicky sagte, die Regale mit den Chips waren fast leer, also bin ich zum Lagerhaus gegangen, um noch welche zu holen. Aber jemand hatte alle Kisten umgeräumt. Ich musste etwa 15 Minuten nach der richtigen Kiste suchen. Als ich zurückkam, war das Geld schon weg. Fiona sagte, ich war schon mit dem Auffüllen meiner Abteilung fertig, also beschloss ich noch ein bisschen im Einkaufszentrum zu shoppen. Ich weiß nicht, was passiert ist, während ich weg war. Kannst du erraten, wer der Dieb ist? Fiona. Der Überfall geschah nachts. Alle anderen Geschäfte waren geschlossen. Wie konnte sie einkaufen gehen? Als Fiona entlarvt wurde, rannte sie aus dem Supermarkt. Wendy beschloss, ihre eigenen Nachforschungen anzustellen. Es stellte sich heraus, dass Fiona 4 Freunde hatte. Wendy war sich sicher, dass Fiona sich in einem ihrer Häuser versteckt hatte. Da Wendy nicht für die Polizei arbeitete, hatte sie keinen Durchsuchungsbefehl und konnte sie nicht einfach besuchen. Aber sie konnte die Instagram-Konten der Jungs anschauen. Schauen wir uns ihre neuen Posts an. Hast du erraten, wer Fiona versteckt? Dieser Kerl ist nicht allein. Schau dir die Hand da drüben an. Erkennst du Fionas Nagellack? Erwischt! Wendy hat von dem Supermarktbesitzer einen Bonus für ihre Hilfe bei der Verbrechersuche bekommen. Jetzt kann sie es sich endlich leisten, nach Asien zu reisen. Wendy kam am Flughafen an. Plötzlich verschlossen die Flughafenwachen die Türen und sie hörte eine Durchsage. Achtung, alle Passagiere! Ein gefährlicher Verbrecher ist geflohen und versteckt sich im Gebäude. Bitte bewahren Sie Ruhe und seien Sie vorsichtig. Der Flughafen wird seinen Betrieb wieder aufnehmen, sobald wir ihn gefunden haben.
Wendy beschloss, die Damentoilette aufzusuchen. Als sie die Toilette betrat, rief sie das Sicherheitspersonal des Flughafens. Warum? Schau dir diesen Schatten an. Der Verbrecher versteckt sich in der zweiten Kabine. Der Verbrecher wurde gefasst und Wendy konnte ihr Abenteuer fortsetzen. Das Mädchen checkte ein und ging zum Gate. Im Flugzeug kam ein gut aussehender Mann namens Chris auf sie zu. Er sagte, dass sie auf seinem Platz säße. Wendy zeigte ihm ihre Bordkarte und sagte ihm, dass er sich irrte. Aber Chris beharrte weiter darauf. Wer hat recht? Wendy! Wendy sitzt... Heute ist Pauls und Stefans Traum wahr geworden. Sie haben sich ein Wohnmobil gekauft. Jetzt können sie ihre lang ersehnte Reise zu mysteriösen Orten im gesamten Land für ihren Vlog antreten. Doch als erstes müssen sie packen. Hier stehen drei Kisten, aber nur eine davon können sie mitnehmen. Für welche sollten sie sich entscheiden? Die erste. Sieh dir das Spiegelbild an. Die zweite Kiste ist leer und die Lebensmittel in der dritten Kiste sind verdorben. Mehrere Kakerlaken kriechen an ihr herum. Vermutlich keine gute Gesellschaft für eine Autofahrt. Pauls Tante Sarah gibt den Männern drei gequiltete Decken für die Reise. Sie sagt, sie hätte alle selbst genäht. Aber das ist gelogen. Tatsächlich ist nur eine Decke handgemacht. Die anderen hat sie im Internet gekauft. Sarah will es aber nicht zugeben, weil sie bekannt dafür ist, alles selbst zu nähen. Weißt du, welche Decke sie selbst gemacht hat? Die dritte. Sieh dir den Stoff an. Sarahs Rock ist nämlich aus demselben Material. Sie hat zwei Teile aus demselben Stoff genäht. Endlich fahren Paul und Stefan los. Ihr erstes Ziel ist eine verlassene Bibliothek auf einem Berg. Ihre Abonnenten haben ihnen viele Geistergeschichten über diesen Ort erzählt. Aber unsere Blogger bleiben skeptisch und wollen das Gebäude selbst erkunden. Sie laufen herum, machen Videoaufnahmen und schießen Polaroid-Fotos. Einen Geist treffen sie nicht. Zurück im Wohnmobil sehen sie sich die Bilder an. Sie kriegen Angst und verschließen alle Türen. Dann verlassen sie diesen gruseligen Ort so schnell wie möglich. Was hat ihnen denn so viel Angst eingejagt? Beide sind auf dem Foto, aber wer hat dann das Foto geschossen? Die Männer halten an einem Café an, um etwas zu trinken. Als sie reinkommen, zückt Paul direkt seine Kamera und filmt drauf los. Warum? Da ist ein Geist. Die Männer bestellen belegte Brote, doch die Bedienung, Fiona, muss erst die Online-Bestellungen abarbeiten. Also bittet sie die beiden, einen Moment zu warten. Fiona hat dieses Stück Brot in 12 Sekunden in 4 Scheiben geschnitten. Wie lange braucht sie, um dasselbe Stück Brot in 5 Scheiben zu schneiden? Für 4 Scheiben Brot muss sie 3 Schnitte machen. Wenn sie 12 Sekunden für 3 Schnitte braucht, bedeutet das, dass sie pro Schnitt 4 Sekunden benötigt. Wenn Fiona das Stück in 5 Scheiben schneiden will, muss sie 4 Schnitte machen. 4 Sekunden pro Schnitt macht insgesamt 16 Sekunden. Ach, jetzt habe ich Kopfweh. Mathe war noch nie mein Ding. Stefan entdeckt im Keller das Geschäft einer Wahrsagerin. Tolle Idee für den Vlog, denkt er sich. Also geht er hinunter. Doch sobald Stefan eintritt, verschwinden alle Türen und Fenster. Eine böse Hexe schlägt ein Spiel vor. Sie hat 2 identische Karten. Auf einer steht Flucht, auf der anderen Heirat. Stefan soll eine Karte ziehen. Erwischt er die Fluchtkarte, ist er frei. Zieht er jedoch die Heiratkarte, muss er für immer bei der unheimlichen Hexe bleiben. Die Hexe will nicht, dass er entkommt, also schreibt sie auf beide Karten Heirat. Stefan rechnet mit dieser List, trotzdem entkommt er. Wie schafft er das? Er
zieht eine Karte und lässt sie ganz aus Versehen ins Feuer fallen. Die Hexe muss die übrige Karte, auf der Heirat steht, zeigen. Den Regeln zufolge hat es zwei verschiedene Karten gegeben. Also muss die Hexe zugeben, dass Stefan die Fluchtkarte gezogen und versehentlich verbrannt haben muss. Paul und Stefan setzen ihre Reise fort. Am Abend treffen sie an einer Bushaltestelle auf drei Anhalter. Sie können aber nur einen mitnehmen. Für wen sollten sie sich entscheiden? Diese hübsche Frau ist ein Werwolf. Sieh dir ihre Füße an. Sie beginnt schon, sich im Vollmond zu verwandeln. Und diese harmlos scheinende ältere Dame ist eine gesuchte Verbrecherin. Sieh dir die Suchanzeige in der Bushaltestelle an. Das ist doch ein Bild von ihr. Der Mann sieht recht ungefährlich aus. Ja, seine Kleidung ist mit irgendetwas Rotem bekleckert, aber das ist bestimmt nur Farbe. Ha, schau an, der Mann ist ein Künstler. Sein Rucksack ist voller Malutensilien. Der Künstler heißt Gregor und erzählt den Männern von einem weiteren geheimnisvollen Ort. Die Einheimischen nennen es das Geisterhaus. Vor einer Woche hat Gregor seltsame Geräusche aus dem Inneren gehört. Er war hineingegangen und nur eine Minute später schreiend davongelaufen. Was hat ihm denn so Angst eingejagt? Das Porträt von diesem gruseligen Clown bewegt sich. Stefan und Paul wollen das Geisterhaus erkunden. Als sie eintreten, sehen sie kein Gemälde von einem Clown, aber sie hören Schreie aus dem Keller. Sie gehen nach unten und entdecken einen Lautsprecher, der das Geschrei abspielt. Im Schrank hängt ein Clownskostüm. Stefan und Paul können unter den Nachbarn drei Verdächtige ausmachen und stellen nur eine Frage. Was habt ihr vor einer Woche gemacht? Herr Dräger antwortet, ich war zwei Wochen lang in Spanien im Urlaub und bin erst gestern zurückgekommen. Jessica sagt, ich habe sehr sensible Haut und würde nie eine Clownsmaske tragen. Henry versichert, dass er sich rund um die Uhr auf eine Prüfung vorbereitet hätte. Wer lügt? Jessica, Stefan und Peter haben nichts von einem Clown gesagt, trotzdem verteidigt sie sich. Die Freunde kommen an einem Krankenhaus an, wo sie den berühmten Professor Dr. Thomas interviewen wollen. Doch erst muss er vier Patienten helfen. Konrad beschwert sich, ich leide an Mysophobie. Ich wasche mir 100 Mal am Tag die Hände. Katja erklärt, ich habe extreme Höhenangst. Ich kann nicht mal Fahrrad fahren. Fred beklagt sich, ich habe Angst vor Wasser. Sogar ein Wasserhahn macht mir Angst. Und Jana behauptet, sie hätte Klaustrophobie und würde im Aufzug stets ohnmächtig werden. Dr. Thomas weiß genau, dass nur eine dieser Personen die Wahrheit sagt. Weißt du, wer es ist? Fred kann keine Angst vor Wasser haben. Er hat ein Aquarium mit Fischen. Jana lebt in einem kleinen Wohnwagen, also kann sie keine Klaustrophobie haben. Und Konrads Wohnung ist zu schmutzig für jemanden, der Angst vor Schmutz und Keimen hat. Also ist es Katja. Sie schläft sogar auf dem Boden. Das kommt bei Menschen mit abnormaler Höhenangst häufiger vor. Nächster Halt, gruselige Höhlen. Stefan und Peter sehen sich eine alte Ruine mitten im Wald an. Dort sind schon viele Menschen verschwunden. Die Männer hören seltsame Schreie aus der Höhle, laufen auf das Geräusch zu und verlaufen sich. Dann sehen sie drei Tunnel. Der erste brennt lichterloh, im zweiten lauert ein hungriger Vampir und der dritte ist mit giftigen Äpfeln gefüllt. Für welchen Weg sollten sie sich entscheiden? Der dritte Tunnel ist sicher. Sie brauchen die giftigen Äpfel ja nicht zu essen. Puh. Nach diesem atemberaubenden Abenteuer in den Höhlen gehen Stefan und Paul im Supermarkt einkaufen. Ich vermute, diese Äpfel haben sie hungrig gemacht.